Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Nach meiner zweitägigen Internetabstinenz bin ich nun endlich wieder zurück. Ja, ich habe es überlebt, keine Sorge. Und wir haben heute eine neue Spieler-SBC. Sergio Busquets als Player-Moments-Karte. Und wir schauen uns den Spieler an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Die Karte kostet euch zum aktuellen Zeitpunkt ca. 170.000 bis 180.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr dann gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Warum hat er die Karte erhalten? Und die hat er aufgrund seines Champions League Tordebüts für Barcelona im Jahr 2008, 2009 erhalten. Und dafür kriegt er diese Player Moments Karte. Ist in Ordnung. Und wir haben auf jeden Fall auf den ersten Blick einen spielbaren Sergio Busquets. Das haben wir ja sonst eher nicht aufgrund seines, ja, sagen wir mal, bescheidenen Tempos. Was hat er denn dort? 42 in seiner Goldspieler-Variante. Das macht also einen Plus von 38. Er bekommt auch 8 mehr Schießen, 3 mehr Passen. Und seine Passwerte sind wirklich überragend. 5 mehr Dribbling, 4 mehr Def und 6 mehr Physis. Ansonsten hat sich so an der Karte auf den ersten Blick nicht so viel getan. Arbeitsraten mittelhoch, er ist wirklich als Sechser anzusehen. Sehr, sehr groß, da bin ich mal auf die Beweglichkeit und die Balance gespannt. Spezialbewegung 3 Sterne, schwacher Fuß 3 Sterne. Auf der Position vielleicht mag man ihn sogar als Innenverteidiger spielen, muss man aber schauen, wie er sich dort verhält. Ansonsten, ja, natürlich, er spielt in der La Liga Santander bei Barcelona, lässt sich auch ligenübergreifend sicherlich mit dem ein oder anderen Spanier sehr, sehr gut vernetzen. Ansonsten, ja, Tempo 76 Antritt, Sprintgeschwindigkeit 83. Ja, das sieht auf den ersten Blick ganz rund aus. Ein Shadow muss man trotzdem geben, aber dann ist er auch spielbar. Eventuell habt ihr Lust, den zu spielen. Er ist aber wirklich ein eher ein Sechser. Würde ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht könnt ihr ja noch was mit dem Toni Kroos anfangen. Ihr habt momentan noch, ich glaube, 24 Stunden Zeit, seine Flashback-Spielervariante ja zu absolvieren. Und dann habt ihr Karten, die ihr sonst eigentlich nicht spielen würdet, aufgrund des langsamen Tempos. Und ihr habt mit Toni Kroos auf jeden Fall einen offensiveren. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Mix. Ausdauer 87, also bringt er auch genug mit. Beweglichkeit, sogar für seine Größe, finde ich das sehr angemessen. 83 und 80 Balance. Er bringt einen sehr, sehr hohen Ruhewert mit. Das ist sehr gut. Und seine Def-Werte überragend. Vielleicht ein bisschen wenig Kopfballpräzision. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr spielbare Karte. Vielleicht, wenn man ihn Box zu Box spielt, sind die Schusswerte ja ein bisschen zu wenig. Aber wenn man sich die Passwerte anschaut, 92, langer Pass 86, das sieht gut aus. Aber ich muss sagen, für eine 90er-Karte und wir haben hier keinen einzigen Wert, das fällt mir tatsächlich jetzt erst auf, der nicht über 90 ist. Also grundsätzlich ist es für mich irgendwie keine 90er-Karte. Also da müsste mindestens Verteidigung 90 sein oder irgendwas anderes noch. Ja, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann man die Karte spielen und für den Preis sogar angemessen. Und jetzt schauen wir uns die SBC-Lösung an und die sieht wie folgt aus. Mit den Bedingungen FC Barcelona mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 7 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen, also einschließlich heute. Und ihr könnt dieses Team 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt also keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, legen wir los. Let's go. Achso, da waren wir schon durch. Also Castells, ja, den nehmen wir als Torhüter. Den Rest habt ihr ja auch gesehen. Ansonsten, ja, wir haben nur eine SBC. Es gibt kein Pack zurück. Aber
Ja, Sergio Busquets wäre dann euer neuer Mann. Könnt mir mal gerne eure Meinung hinterlassen, wenn ihr den Spieler vielleicht schon absolviert habt vielleicht schon ein paar Spiele erledigt mit ihm und könnt dann vielleicht den anderen einfach weiterhelfen, indem ihr ein bisschen Feedback gibt. Natürlich so auf den ersten Blick macht er einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Viel kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht schaut ihr euch das Video von Inception an. Der macht immer ein Review darüber, über die aktuellsten und neuesten Spieler. Das kann ich euch leider nicht bieten, da ich auf, ja, ich bin einfach nur ein Goldspieler. Und das sollen einfach andere entscheiden, die diese Spieler machen. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt, ich könnte es mir leisten, aber ich will mir tatsächlich nicht jeden Spieler leisten. Und dazu fällt auch bei mir, also ich werde ihn nicht machen, Sergio Busquets. Wird auf jeden Fall mein Team nicht verstärken, aber vielleicht euer Team, würde mich mal interessieren. Und wenn euch das Video aber trotzdem gefallen hat und ihr dank mir auch zur richtigen Lösung gekommen seid, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SBC-Lösungen oder allgemein Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.